In Hochland war auch im Trauerkloster herzureden. In ihrem Alter hat man noch gar keinen Kummer, höchstens einen Eingebildeten. Und sowas zählt nicht. Entschuldigen Sie meine Neugier, Isa. Aber darf ich fragen, wo Sie gerade herkommen? Ich weiß es nicht. Ich konnte das nicht. Ich hätte die Firma einfach nur ruiniert. Mir fehlt der Geschäftssinn. Was haben Sie da gemacht? Müßiggang. Ja, man nennt das wohl Müßiggang. Sie sind bestimmt ein tüchtiger junger Mensch und werden es noch zu etwas bringen. Ist nicht ganz leicht, das mit der Selbstständigkeit, der ganze Verwaltungskram zu holen. Verwaltung liegt mir nun mal nicht. Na ja, ich habe schon besseres Bier getrunken. Sag ihm die Sprache verschlafen. Ich muss sagen, das kommt nicht oft vor. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, warum ich so war, so verrammt. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich möchte am liebsten weit, weit weg sein, am Meer. Meeresrauschen beruhigt. Sehr beruhigend wirken die Tsunamis. Das hat so was Endgültiges. Da macht man gleich Gang auf. Nummer 144004. Ich glaube, damit sind Sie gemeint. Immer sagen, bitte, wenn Ihre werte Person sich erheben will. Nimmt man es leicht, so wird man leicht genommen. Alles Gute? Ja, machen Sie es gut. So, dann wird jetzt geschehen. Ein Schlitter, ein Blitzer. Naja. Es wird Ihnen ja immer mehr jemand umbringen, ne? Nein, sagen Fassadengucker. Und mit den Fassaden geben Sie sich zufrieden. Wir da unten im Knopf. Naja. Das werden wir schon hinkriegen, nicht? Respektive, wir werden alles richten.